Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Es ist kuddelmuddelig wie immer bei uns. Du hörst im Hintergrund meine fleißige, wunderschöne, tolle Elisa-Tochter oben Klavier spielen. Sie ist so fleißig, oder? Sie ist so fleißig, Justus. Ja, Justus hat sich schnell versteckt. Justus hat sich jetzt schnell versteckt. Oh, was macht meine Tochter hier? Die Kleine, schnappt sich hier das Spüli. Justus. Gib ihr doch ein bisschen Kuchen, nein. Ja, von dem oberen Tick. Nein, der Kuchen ist jetzt nicht zum Essen. Aber ich könnte auch ein Stückchen vertragen, der sieht ganz lecker aus eigentlich. Das ist auch der leckere Kuchen. Okay. Gesundheit. Ja, so kurz vor Weihnachten steht ja bei uns nicht nur normaler Weihnachtsstress an, sondern auch noch Geburtstagsstress. Nein, ich nenne es jetzt nicht Stress, es ist Geburtstagsmarathon. Meine wunderbare, tolle, große Tochter, Clara, wird sage und schreibe 11 Jahre alt und hörst du mich überhaupt? Elisa, ja? Kannst du bitte Kopfhörer benutzen? Ja, sie lernt, sie bringt sich das quasi selber, weil wir haben da so eine App gekauft, so eine Klavierlern-Spiellern-App. Motiviert viel mehr als ein richtiger Klavierlehrer. Also meine Kinder sind ja auch jahrelang zur Musikschule gegangen, aber so fleißig und engagiert wie jetzt mit dieser App waren sie noch nie. Ja, genau, also Clara wird 11. Und zwar morgen. Das bedeutet einen Tag vorher für mich immer ein Geburtstagsmarathon. Aktuell ist Clara oben mit ihrer besten Freundin. Die haben wir direkt nach der Schule mitgenommen. Eine gute Ablenkung. Sie soll nämlich nicht hier runterkommen oder so. Morgen kommt ihre beste Freundin auch direkt nach der Schule wieder mit, weil sie ja dann auch feiert. Direkt an ihrem Geburtstag. Und ich bin schon seit heute Morgen mitten dabei. Beim Backen natürlich. Dieses Mal wird es so ein krasses, cooles Thema, was keiner weiß, noch nicht mal Justus, Clara sowieso nicht, Elisa auch nicht, also niemand. Clara hat dich gefragt, was sie sich wünschen würde für ein Motto und dann hat sie ganz lange überlegt und ja, Katze, aber Katze hatte sie ja schon, weil sie ist immer noch total in Warrior Cats Fieber, weißt du, ihre Freundin auch und die beiden machen da immer ganz viel, machen eigene Videos mit Warrior Cats, also Zeichnungen und so, total krass, was sie da so machen. Dann meinte sie, nein, nicht nochmal Warrior Cats, aber sie mag auch so gerne Drachen und sie mag auch so gerne Schnee und ja, und was könnte es also werden? Hat sie sich letztendlich nicht gewünscht, aber Mama hat sich was Tolles für sie ausgedacht. Und zwar wird das Motto Eisdrache. Genau. Und da bin ich jetzt dabei. Also Deko ist komplett schon besorgt. Jetzt sind wir bei der Torte. Ich wollte eine richtig schöne Torte machen und die so eisig machen. Aber die Füllung wird schokoladig. Schau mal, ich habe als Boden dieses Mal einfach eins unserer liebsten Kuchen genommen. Also warum immer irgendwie so ein komisches Biskuit-Rezept ausprobieren, was man vorher sonst nie benutzt, weil irgendwie macht man ja sonst kein Biskuit, es sei denn, man macht so eine Torte. Diesmal habe ich einfach mein Kuchenrezept genommen. Mein Marmorkuchenrezept. Guck mal, wie toll das aussieht. Ja, das habe ich gemacht. Krass, oder? War nicht so ganz gewollt, aber es ist verdammt gut geworden. Und zwar habe ich eigentlich ein komplettes Marmorkuchenrezept auf zwei von diesen kleineren Springformen verteilt. Und dann ist das daraus geworden. Dann habe ich die beiden auch jeweils in der Mitte zerteilt. Jetzt habe ich vier Böden. Krass, oder? Ist das nicht krass? Ich habe schon kurz probiert und natürlich schmeckt das richtig lecker. Das ist ja unser Lieblings-Marmorkuchen-Rezept. Habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Es ist nämlich das Rezept von Kalle Kocht hier auf YouTube. Kannst du mal gucken bei ihm. Dieses Rezept ist einfach so lecker, weil es so Besonderheiten drin ist. Also das ist zum Beispiel auch Zitronenzeste drin. Da ist Rum-Aroma drin und das macht das so lecker. Ich habe auch mal das Rezept aus dem Thermomix probiert, aber das hat nicht gut geschmeckt. Aktuelle Naschi-Schublade übrigens in diese Kiste da. Jetzt kommen wir zur Füllung. Und ich dachte mir, dieses Mal mache ich es mir leicht. Ich mache eine richtig leckere Füllung und da muss ich jetzt nicht unbedingt sonst was für ein Rezept raussuchen, sondern ich mache einfach das. Habe ich gerade gekauft, so eine Schokoladencreme. Dafür brauche ich einfach 600 Gramm kalte Schlagsahne. Die habe ich natürlich schon gekauft. Ich war heute Morgen schon unterwegs. Habe alles noch besorgt. Außer, oh mein Gott, Justus, ich habe immer noch nicht die zwei Luftballons, 4, 6, ich habe die, weißt du, wir haben ja immer diese großen Zahlen und ich habe keine
großen Zahlen besorgt, ich Stovi. Und das müssen wir noch machen, ne Justus? Oder wie machen wir das jetzt? Ja. Und ich habe gerne in Silber, weil das Motto ist sehr eisig. Verstehst du? Sonst haben wir immer so goldene Zahlen, ne? So also ein bisschen wärmer. Aber ich freue mich so, weißt du, dass sie sich so ein eisiges Thema wünscht, weil, naja, sie ist ein Wintermädchen seit dem Wintergeburtstag. Da passt es ja auch perfekt. 2, 4. Dieses Mal wird es so lecker schmecken. Nicht nur schön aussehen, so wie immer, sondern auch richtig lecker schmecken. Das schlage ich jetzt einfach erstmal steil. Warte. Spritzt schon wieder. Achso, Justus, kannst du was bitte? Ich weiß nicht, ob das in die. Naja, okay. Bitte? Das ist ja Plastik. Auch in die Geschirrspülmaschine. Ja. Genau, das ist Plastik und wir sollten vielleicht nicht in die Geschirrspülmaschine. Es wächst nicht ganz unter. Nichts passiert. Ist nichts passiert. Ist spülmaschinenfest. Sonst wäre es geschmolzen. Hast du dich vorher extra informiert? Nee, ich habe es reingetan und es ist nicht geschmolzen, also ist okay. Learning by doing. Wenn es geschmolzen wäre, hätte ich es rausgeholt und hätte es nicht gesehen. Dann hättest du es weggeschmissen, als hätte es das nie gegeben. Genau. Ja, cool. Richtig gut geworden. Sehr, sehr schön. Jetzt rühre ich einfach noch das hier an. Einmal mit Wasser, warmem Wasser, 150 Milliliter. Ich hoffe, die Creme schmeckt gut, aber da bin ich recht zuversichtlich. So, erstmal ordentlich verrühren und danach kommt die steif geschlagene Sahne rein und dann ist die Creme fertig. Da kann ich auch schon loslegen. Ich werde das erstmal füllen und dann kommt es in den Kühlschrank, weil heute haben wir noch andere Sachen vor, als nur den Geburtstag vorzubereiten. Die Deko wird übrigens mega krass. Justus freut sich schon auf die XXL-Luftballon-Girlande, die er machen muss. Aber denk, ich hab Männerstupfen, ne? Ach, man, hast schon wieder Männerstupfen? War das nicht letztes Jahr sogar auch schon? Zur selben Zeit, sag mal, immer zum Geburtstag, Marathon. Ja, heute hat auch noch Elisa einen Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsbasar in der Schule. Da gehen wir natürlich auch hin, auch wenn ich eigentlich Geburtstagsmarathon habe und sowieso nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Aber sie hat da ganz toll gebastelt mit ihrer Klasse und ja, dann möchte ich natürlich ihre Bastelsachen kaufen. Es kommt ja immer auch der Schule zugute, das Geld, was man dann dort ausgibt für die schönen Basteleien. Und dann können wir das vielleicht auch hier zu Hause aufhängen. Das wird bestimmt hübsch. Oh, die Sahne sieht ja lecker aus. Findest du? Mhm. Ich liebe Sahne. Nur eins. Du musst dir jetzt nicht schon wieder einen Kaffee machen. Ich muss das heißt schon wieder. Das heißt heute Morgen und jetzt ist es 13:35 Uhr. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag? Ich habe mit Justus gesprochen, er muss das mal reduzieren. Oder ja, ich habe es mal reduziert und dann habe ich es vermehrt. Dann war es wieder mehr. Dann, jetzt ist es so halb viel. Ich bin nur jetzt schon müde. Ne? Wenn ich jetzt schon müde bin. Ja, wie kann das denn sein? Ich bin ein bisschen erkältet. Wie gesagt, ich habe Männerschnupfen. Das heißt, ich bin fast schon im Sarg. Und trotzdem stehe ich hier vor dir. Verstehst du? Das ist reine Männlichkeit. Dass ich das überhaupt schaffe jetzt. Warum liebe ich es so sehr zu backen, Justus? Ich weiß nicht. Wie du weißt, du hast ja auf alles eine an. Ich weiß ja nicht, warum du gerne backst. Weil du uns gerne eine Freude machst, weil du so ein liebevoller Mensch bist. Justus, was soll denn das jetzt? Das war eine gute Antwort. Nimmst du das jetzt ernst? Ich nehme das wohl ernst. So, ich war jetzt gefühlt 5 Stunden unterwegs. Ich würde gerne jetzt einmal anprobieren. Darf ich nein! Einmal? Und da? Justus! Warte kurz. Der Finger war sauber. Das war, alle sind dreckig, aber der war sauber. Schmeckt gut. Ich habe jetzt 5 Stunden lang nach diesem Tortenring gesucht. Weißt du warum? Weil Justus meinte, er könnte meine Küche einfach umräumen. Nein, nein, nein. Du hast sie aufgeräumt und wusstest nicht, wo du sie vor einem Monat hingeräumt hast. So. Nein, du war hast sie richtig sauer auf mich. Und erzählt jetzt immer noch die Geschichte, dass ich hier irgendwas umgehe. Warum soll ich diese Formel hier halt nehmen und sagen, wo kann ich die jetzt hier verstecken, damit die Nancy nicht wiederfinde? So, ich bin schon am Schichten, wie du siehst. Siehst du überhaupt was? Warte, ich komme mal ein bisschen näher hier. Oh, die Schokocreme ist so lecker. Kann ich sehr empfehlen, falls du eine leckere Schokocreme haben möchtest. Dann ist die richtig gut, sogar mit Stückchen drin. Guck mal. Mit Schokoladestückchen. Und ich habe jetzt schon eine Schicht drin. Jetzt kommt. Störst dich in die Geschirrspülmaschine währenddessen noch einräumen? Oder hier vorne? Du backst hier. Boah, geil.
Kuchenboden sag ich nur. Oh. Der beste Marmorkuchen, ja? Eine coole Idee. Warum ist der zitronig? Das ist das Besondere, die besondere Note da drin. Zweiter Boden. Ich brauche eindeutig einen höheren Ring. Guck dir das mal an, Jusso. Passt ja gar nicht mehr rein. Ja, jetzt ist noch die Geschichte, wie ich den Ring verkleinert habe. Oh, Jusso hat den Ring gerade verkleinert. Ja, nein, beziehungsweise nicht verkleinert, aber festgestellt. Weil irgendwie hat das hier immer verrutscht, obwohl der hier ja der Sinn eines Ringes ist ja, dass er nicht schon wieder groß wird, obwohl ich ihn klein gestellt habe. Tja, ja, und dann kam jeder sollte in seiner Küche eine Rohrzange haben, um Stahlringe enger zu schnüren. Ja, was mache ich jetzt? Ist der Ring schon voll? Ich brauche so einen größeren, ne? Das ist ja doof jetzt. Jetzt kann ich auch nur drei Schichten machen, musst du. Ist ja doof. Ich wollte ihn richtig hoch machen. Der ist doch... Ja, aber ich habe ja noch eine Schicht eigentlich. Wenn ich jetzt diese Creme da drauf mache, die hält ja nicht. Verstehst du? Die läuft ja aus. Das verstehe ich nicht. Justus hat mich eben gefragt, wofür ich, ob ich das nicht einfach ohne diesen Ring machen kann, dieses Ganze. Ja, ich wusste nicht, wovon du redest. Ich suche einen Ring, der ist so. Wo hast du meinen Ring hingetan, der ist so. Justus. Ja, ja, und also, was ist jetzt, ohne den Ring machen. Was ist jetzt deine Lösung? Ganz einfach. Drücken das ein bisschen hoch? Nein. Ein bisschen nur. Da unten ist doch Teig, oder nicht, oder was? Jetzt läuft es unten aus. Ich glaube das nicht. Na, guck mal, so ist es perfekt. Nein, es läuft jetzt aus. Dafür ist der Ring da, damit es nicht... Vertraue mich. Das ist jetzt richtig. Also es läuft ein bisschen aus. Nein, ich vertraue dir nicht. Du kannst jetzt hier oben kannst du das Creme... Nein! Guck doch mal. Hier oben läuft es nicht mehr aus. Du kannst auf jeden Fall so eine Schicht nochmal drauf machen. Ja, aber da läuft es jetzt doch aus, Justus. Ja, doch nur ein bisschen. Guck mal, es hat schon aufgehört. Weil das ist so... Der Druck, der ist jetzt nicht ausreichend. Du machst ja alles kaputt. Nein, ich mache nichts. Ja, guck mal. Perfekt. Also, wenn ich das kochen würde, würde ich das so einen Kuchen kochen. Du bist echt... Dann nimmst du halt Alufolie. Jetzt kommen die krassen Gags von meinem Mann. Achtung, Achtung. Du machst dich wieder lustig. Ne? Du willst ja nur noch eine Schicht. Gibt es nicht irgendeinen Hack? Soll ich mich doch lieber meine Insta-Story-Community mal fragen? Die sind da immer recht flott. So, ein Hack. Das ist perfekt. Ja, pass auf. Nee, da soll ich noch aufpassen. Ja, sonst geht's kaputt. Das kannst du jetzt mit dem Messer kannst du jetzt reinschieben. Und dann hast du hier oben hast du eine zweite Ebene. Ja, mach mal mit dem Messer da. Ja, eben hast du doch gelacht. Na, mal gucken. Wenn das nicht der krasseste Hack aller Zeiten ist, dann weiß ich auch nicht. Schau es dir an. Die Kuchenform über dem Dingsring und da drin... zum Abdichten die Alufolie. Also warum einfach, wenn es auch schwer geht? Aber sie hat Hausaufgaben schon gemacht. Hausaufgaben? Ja. Schon gemacht? Ja. Sehr fleißiges Kind. Elisa liebt Hausaufgaben. Stimmt's? Mhm. Oder nicht mehr so? Ich liebe aufräumen mein Zimmer und Hausaufgaben. Was? Sag das doch mal, komm, das muss ich aufnehmen. Spiel ich dir das vor, wenn du 18 bist. Ich liebe aufräumen mein Zimmer und ich liebe Hausaufgaben. Elisa, bin stolz auf dich. Aufräumen und Hausaufgaben. Große Liebe. So süß. So ein bisschen schräg, ne? Aber ach, was soll's. Und damit auch die letzte Schicht. Hast du mir eigentlich Platz gemacht im Kühlschrank, Justus? Ja. Wow. Ich habe richtig viel Platz für mich jetzt. Ich glaube nicht, dass hier oben Schuhe werden. Was? Eigentlich, das muss jetzt erstmal kühl werden, damit die Sahnecreme drinnen auch fest wird. Und dann fange ich jetzt an, ne, du weißt, dekorieren und so. Und bis dahin fahren wir jetzt erstmal los. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber dann fahren wir los, um Lisas Weihnachtsbazar uns anzuschauen. Ich freue mich sehr darauf. Wir sind ganz fleißig dabei. Es ist in den Endzügen. Justus hat schon angefangen, Luftballons. Oh mein Gott. Ich habe eben geguckt. Du brauchst nicht so tun und mich damit ärgern. Justus hat gerade Luftballons. Ja, wir sind das ist normal. Ist das normal? Dass sich ärgern sich andere Ehepaare eigentlich auch so? So nach dem Motto, oh nein, es ist leider alles schief gegangen bei deiner Torte. Tut mir leid. Alles kaputt. Ist das ein Problem für dich?
Und dann ist man schon so richtig traurig und dann, aha, war ein Spaß. Nee, der Witz ist, wenn man es nicht auflöst. Ja. Das ist... Schreib mir mal, ob das auch bei dir so ist, in der Beziehung. Das hält uns frisch. So, auf jeden Fall, Justus macht schon Luftballons. Was hast und du gemacht? Warum hast du... Ich fange jetzt an mit Buttercreme. Die habe ich gerade schon richtig schön lecker gemacht. Wie ich die mache, habe ich dir auch schon so oft gezeigt. Genau. Jetzt hoffe ich, das ist gut geworden. Beep, beep, beep. Mal gucken. So, ich hoffe, es ist nicht so schräg, wie das hier gerade aussieht. Machst du es bitte nicht hässlich? Ich mache es nicht hässlich, das war schon vorher. Soll ich das lieber selber machen, Justus? Nee. Du kannst ja halt nicht so... Ich gucke nicht! Ja, ich gucke nicht. Du machst ihn, du machst weiß oben drauf. Ach so. Oh, das sieht lecker aus. Wollen wir das so machen? Wir machen so eine Ecke, so. Als ob das schon angeschnitten wurde und dann kann ich die schon essen. Also ich muss sie dann essen, weil sonst müsste man sie ja dann wegschmeißen. Wow. Also ich muss ja schon sagen, das sieht so lecker aus. Habe ich toll runtergehoben. Mach erstmal schon ein bisschen sauber hier am Rand. Das ist übrigens jetzt wieder die fondant-taugliche Creme. Hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht, weil heute benutze ich kein Fondant. Aber sie ist einfach richtig gut. Ne? Sie ist richtig schön weiß und ich wollte jetzt auch keine mit Frischkäse oder sowas, weil ich weiß nicht, ob das zu einer Schokotorte so geschmacklich passt. Dann lieber so eine total süße, kann man dann trotzdem abkratzen. Letztendlich ist die sowieso nur für Schönheit da, muss man leider so sagen. Bin ich irgendwie doof? Mann, sieht das toll aus, Justus! Ich liebe diese Farben. Und dieses Spiel von glänzend, matt und wow. Schön, oder? Das war irgendwie so ein Set, was ich gekauft habe. Da waren alle Farben schon zusammengestellt und auch dieses Plastikding. Ich komme gleich. Also dieses da, was du da siehst, wo man einfach die Luftballons nur noch dran machen muss und dann halten die so alle schön zusammen. Ich finde, das sieht so toll aus. Ja. Ja. Eine wichtige Frage. Wenn wir jetzt den Haken genau hier reinmachen, ist das natürlich sehr präsent, ne? Wollen wir lieber hier reinmachen, eine Lücke, oder da reinmachen, eine Lücke? Ach, mach das ruhig, mein Schatz. Das sind so wichtige Fragen, die kann ich nur dir überlassen. Ist ja dein Häuschen. Dann zeige ich dir noch das. Guck mal, hier habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Das war im Set mit drin, diese Tischdecke. Eigentlich ist das ja so eine Frozen. Na, so eine Elsa Gebossers Party Set gewesen. Von daher kann ich das auch gut für meine Party, das Motto benutzen. Eis. Perfekt, als Tischdecke. Dann habe ich das aber noch dazu gekauft, das war nicht mit dem Set dabei. Ein paar Schneeflocken. Geschenke liegen auch schon bereit, auch von den Kindern, total süß. Und mega krass, ich habe nämlich Lametta besorgt. Die waren im Set mit dabei, die habe ich noch dazu besorgt, das Silberne. Und die wollte ich so komplett so als Lametta-Wand. So eine 4 Meter Lametta-Wand. 4 Meter Lametta. So, und jetzt hole ich meine Torte. Und jetzt zeige ich dir mal kurz, wo meine Torte ist. Ich habe eben Justus gefragt, ob er sie nicht in die Tiefkühltruhe tun kann. Und dann meint er, draußen ist gerade kälter als in der Tiefkühltruhe. Und deswegen steht sie gerade. Hoffentlich noch nicht angeknabbert von den Mäusen. Hier. Und die ist richtig hart schon. Die nehme ich jetzt mit rein und dann kann ich die letzte Schicht drauf machen. Gott, ist das kalt draußen. Wie viel Grad haben wir? -10. Ja. Guck, ich hoffe, es sieht gut aus. Papi! Ja? Gute Nacht, Kuss-Papi. Ach so, so früh. Ja, irgendwie ist es heute früh, ne? Keine Ahnung. Die Kinder wollen ja schon ins Bett. Keine Ahnung. Ins Bett gehen übrigens, ne? Oh, ich muss eine Abendroutine mit Baby machen. So süß und so krass auch, wie es jetzt mittlerweile bei uns abläuft. Mit ihr in ihrem eigenen Zimmer und überhaupt. Und ihr Zimmer muss ich ja auch noch ein Update machen. Oh mein Gott. Du merkst, ich komme aktuell überhaupt nicht hinterher, dich komplett hier auf dem Laufenden zu halten. Aber ich gebe mir Mühe. In den Vlogs und vor allen Dingen auf Instagram musst du mir folgen, in den Insta-Stories. Da kriegst du auch ganz, ganz viel mit aus unserem laufenden Alltag. Also schau unbedingt vorbei. Auf Instagram heiße ich auch Mami Seelen, so wie hier.
Und in den Insta-Stories musst du unbedingt vorbeischauen. Das ist ein Naked Cake. Naked? Das heißt, da kommt jetzt nicht noch irgendwie so Röschen oder sowas drauf, weißt du? Ja. Und bleibt so. Achso, dass es so ein bisschen sturmartig ist, ja? Hm? Wieder was dazugelernt. Jetzt eine Banane. Eine geschälte Banane. Kann man so direkt abreißen. Okay, jetzt meine Geheimwaffe. Das Ding habe ich. Wann habe ich das gekauft? Vor 3 Jahren oder so? Dieses Silber. Feenstaubspray hatte ich irgendwie mal im Supermarkt gesehen, gekauft. Das ist das krasseste Zeug der Welt, wirklich. Ich habe es leider nie wiedergefunden in diesem Supermarkt, wo ich es gekauft habe. Aber falls du es irgendwie findest, ne, ich habe da auch noch genug drin. Aber das sieht, also egal welche Torte, wenn du das so drauf sprühst, dann sieht das so jod aus. Feenstaub oder was? Ja, echt Feenstaub, Silber. Wahrscheinlich gibt es das nicht mehr zu kaufen, als man das nicht essen darf. Ist so super. Und das ist so feiner, silberner. Ja, Feenstaub, ne? Das sieht so gut aus, wirklich. Pass auf. Eigentlich kennst du schon von mir, weil ich da schon... Oh, wow, siehst du das? Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so sieht, aber so ein paar Sprühe und das... Alter, das glänzt. Und das macht das... Ich finde, das macht die Torte einfach so viel hochwertiger und einfach auch hübscher. Ich finde das viel, viel hübscher mit diesem Feenstaub-Silber-Glitzer-Zeug. Da auch nicht genug von. Ne? Ich übertreibe auch immer so. Ganz schlimm. Siehst du, wie das glitzert? Oh, wow. Oh, das glitzert aber schön. Oh, das Dekorieren macht mir immer am meisten Spaß. Ich habe jetzt noch so viel Tortendeko hier. Hey, kannst du mir ganz kurz noch mal Anweisung geben? Oh, das macht mir so viel Spaß, aber das so drauf zu machen, weißt du? Achso, hier, die Lametta musst du aufhängen. An die Wand. 4 Meter. Muss ich jetzt leider so drauf schmeißen. Damit die da dran halten. Ah. Ja! Also, Torte machen ist immer mit viel, viel Spaß verbunden. Jetzt kommt die Model Nummer 1. Wichtigste Frage. Und zwar ist die Torte jetzt fertig. So. Aber wir müssen noch entscheiden. Oder. Welcher der Eisdrachen. Oben drauf darf. So. Aha. Okay, cool. Oder Nummer 3. Puh, ich habe 3 Besorgner zur Auswahl. Oi. Ja, ich finde die gut. Den weiß finde ich gut. Ich finde das voll schwer. Also, der ist zu viel blau, also beißt sich das. Okay. Oder den hier. Ich finde den hier schöner, weil der hat so wenig Muster. Also der hat nur rotes Maul. Das sieht auch so böse aus. Ja. Okay, aber das machen wir erst morgen. Erst kurz davor setzen wir den rein. Okay, gut. Aber jetzt kannst du den erstmal wieder rausbringen. Tiefkühltruhe. Ja, aber dann würde ich ihn jetzt doch ins Auto bringen. Wieder? Oh, ins Auto. Ja, nee, das ist Tradition hier im Haus. Ja, wir haben nämlich hier eine kleine süße Maus. Die holt sich hier immer das Vogelfutter. Die lässt sich auch nicht von Menschen stören. Nee, wir hocken dann, auch Anastasia geht dann richtig ans Fenster. Wie sind das? 50 Zentimeter? Noch nicht mal. Kann man ja zugucken und die interessiert das nicht. Ja, die interessiert sich nicht dafür. Die futtert einfach weiter. Nein, das ganze Ding draus, ne? Nee, warte, das... ist nicht fest. Das ist nicht fest, das dreht sich noch. Das muss man festmachen. Mach das lieber sonst auf den Teller, weil die mit dem Drehteller ist weiß. Ja, weil... Das fällt mir runter. Gefährlich. Und du weißt, es können viele Dinge über Nacht noch schief gehen an meiner Torte. Da hatten wir ja schon ein paar Sachen. Oh. Aber sag mal, wie findest du die Torte? Meine erste Naked Cake. Ich liebe es ja, Herausforderungen und Neues auszuprobieren. Und Johann meinte mich auch eben, und wie läuft's? Das ist richtig gut, die beste, die ich bisher gemacht habe. Dann meinte Johann auch, jedes Mal besser. Oh, ach, das ist alles einzeln. Ich dachte, das wäre ein zusammenhängender Luftballon. Mein armer Mann musste das jetzt...
Nicht, dass jetzt diese Lametta-Dinger wieder alle einzeln. Nein, ja. Aber das alles einzeln ist ja auch heftig. Ne? Ja, ja, war heftig. Happy Birthday steht da. Und die gelandet, die wollten wir jetzt wahrscheinlich hier hin machen, wieder am Eingang. Und Lametta-Wand hast du ja auch noch nicht gemacht, ne, Justus? Die kommt dann wahrscheinlich da. Ja, man fängt mit H an. Nein. Doch. Ja. Happy. Day, ich mache erstmal Day. Ach, du machst erstmal das kurze Wort. Ja, genau. Wieso denn Day? Birthday musst du doch machen. Ach, ganzes Happy Day. Komm, ich mach das und du machst die Lametta-Wand. Ja? Ja, okay. Ah, du musst dich aber erst entscheiden, das sind ja zwei türkise und zwei silberne, ne? Also was? Wie du die aufteilen willst quasi. Ja, vielleicht außen die zwei silberne und in der Mitte türkis oder andersrum, weißt du? Oder abwechselnd, übereinander? Ja, so ein bisschen überlappend. Ja, dann machen wir das doch. Hatten wir auch noch nie, ne? Eine Lametta-Wand. Also, ich lasse mir jedes Mal was Neues einfallen. Und Justus nimmt alles, wie es so kommt, was seine Frau wieder sich einfallen lässt, ja, und macht einfach dann. Guck mal, wie einfach das war. Erst, oh mein Gott, ich muss eine Lametta-Wand aufnehmen. Ich weiß noch, wie dir da irgendwas Tolles dir ausgedacht hattest. Weißt du, irgendwie diese Buschel, die da runterhing. Und dann solltest du alles alleine machen. Ich glaube, so wie eine Lametta sogar schneiden. Oder? Halt schräg. Einzeln, ja, knicken. Knicken und aufhängen, ja. Tadada! So, Nummer 1. Ist ja alles selbstklebend. Ja. Guck mal, den können wir noch für Silvester benutzen. Ja, ich hoffe, das geht nachher wieder ab. Natürlich geht das wieder ab. Ja. Hast du eine Schere für mich? Nein. Lametta geht wieder ab, aber der Kleber kriegt auf der Wand. Wie gut sieht das bitte aus? Ich glaube, ich habe mich selbst übertroffen. Also dieses Mal habe ich mich selbst übertroffen, Jesus. Und ich habe diesmal gar nicht mitgemacht. Ich verstehe gar nicht, warum das so gut aussieht. Mit dieser Lametta-Wand oder diesen Luftballon vor allen Dingen nochmal davor. Mega Party-Stimmung. Party? Ja, richtig Party. So, jetzt kommt auch noch das letzte und dann wird fertig. Ja, aber was kommt jetzt? Ja. Ach so. Ja, jetzt wollte ich aufnehmen. Also, ja, brauche ich deine Hilfe. Also, wir machen das jetzt wirklich hier, ja? Vorsicht, das ist hier Zeug. Ich will gucken, ob das zu viel ist. Nein, das ist auch nicht zu viel. Nein, das ist zu lang. So. Oh mein Gott, siehst du überhaupt, was ist so groß? Das kann ich noch verändern. Also es sind jetzt nicht mehr. Aber das hängt ja jetzt runter. Wie bitte? Wollten wir das nicht so, dass es so einen Bogen gibt? Das ist was? Ja, das ist so ein, wie so ein Bogen und nicht so. Ach so. Weil das sieht ja ein bisschen komisch aus jetzt. Ich hoffe, morgen ist es nicht runtergekracht. Ich gehe jetzt mal ein in den Haken. Das sieht toll aus. Ja, wenn sie runterkommt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Zu Klaras Geburtstag. Klara, du darfst runterkommen. Viel Glück und viele Siege auf all deinen Wegen. Gesundheit und Vorsicht sei auch mit dabei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Klara. Happy birthday to you! Herzlichen Glückwunsch! Von Tele! Ja! Total krass! Eisdrache ist das Motto! Ah, ach so. Das passt zu den Sachen.
Jetzt musst du auspusten. Gut. Nein, du hast die ja gar nicht angemacht, Justus. Was? Die richtigen Kerzen. Warum muss ich doch nicht auspusten? Da, da. Das war, Und ich dachte, das schon das war der Probelauf. Wollen wir es nochmal machen, oder was? Das ist ja heiß. Das war schön. Heiß, heiß, der ist wirklich heiß, Justus. Ach, das ist heiß. Heiß, heiß ist wirklich heiß. Das ist so dumm. Schon dabei sind. Wow, jetzt aber. Happy Birthday, liebe Clara. Happy Birthday to you. Ja. 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 Eisdrachen. Ich hoffe, dir gefällt das Motto, Clara. Ja. Yeah. Und der ist voll schön. Ja, den findest du am schönsten? Ich mag die Farben. Und den hat er auch. Und der ist auch schön. Lass ich aber erstmal drauf. Der ist das schön. Und die Torte selbst. Oh! Ja, das habe ich verdient. Hast du das schon gesehen, sag mal, die Wand? Wow. Hast du noch gar nicht gesehen? Schön, ne? Ja. Das ist eine Eiswelt, dachte ich mir. Clara, guck mal, die Luftballons und diese Lametta. Riesige Luftballons habt ihr. Ja. Hast du eine Nacht ein bisschen knallen hören? Ja, sind ganz viele kaputt gegangen. Ja, habe ich. Ich habe auch die ganze Zeit Luftballons aufgeladen. Ja. Oh, das ist ja ein schönes Bild. Ja. So Geißeln, das geht so. Geißeln. 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 Ah. Super süß, Baby. Okay. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal das. Das zweite ist halt. Oh. Aber es ist echt komplett geklebt. Ja, also gut zusammengeklebt. Oh. Elisa und Clara. Ja? Wir machen zusammen Party. Ja. Das Kleine ist immer am spannendsten. Soll ich mal? Ich hab das Scheiße drin. Wo hast du das Kind? Okay. Und die nächste Überraschung kommt dann heute Nachmittag. Genau, das weißt du noch gar nicht. Genau. Schau!
das nenne ich mal einen Marmorkuchen, genau. Klarer. Guck mal, ob ich eine schlechte Schwiegermutter kriege. Ja, nein, 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 nein. Wow. Okay. Jetzt wird ordentlich gefeiert. Wir fahren auch gleich los. Wir feiern nämlich nicht hier, sondern woanders. Aber es ist noch eine Überraschung, deswegen sage ich jetzt nichts. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Es ist ein wunderschöner Tag. Ich freue mich immer riesig über Kindergeburtstage. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.